Hey, hier ist Dani von Einzelhandel.de und falls du im Studium einen Mentor suchst, der dir dabei hilft, bessere Noten zu schreiben, ohne großartigen Stress, dann bleib jetzt unbedingt dran. Okay, ich habe gerade eine E-Mail gelesen hier von einem der Leute, die mir geschrieben haben bei meinem kostenlosen Online-Training. Und die Person hat mich gefragt, wie sie im Studium denn nun einen Mentor findet, der ihr dabei helfen kann, wirklich ja bessere Noten zu schreiben, ohne großartigen Stress. Und zuerst mal möchte ich dazu sagen, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage, denn das Konzept eines Mentors, ja, einer erfahrenen Person, die dir quasi verrät, wie sie es geschafft hat, an den Punkt zu kommen, an den du erstmal hin willst, ist natürlich im Studium ideal, um großartige Fortschritte zu machen und vor allem um ganze Sachen zu vermeiden, die alle anderen im Vorfeld häufig falsch machen. Ja, und wie gesagt, mein ganzes Coaching basiert quasi auf dem, was ich selber durchgemacht habe. Wie gesagt, ich bin selber Mentor für zehntausende Leute und deshalb ist das für mich ein Thema, was mir persönlich ja, sehr, sehr nah ist auch und wo ich mich auch sehr, sehr gut auskenne, weil ich auch selber derzeit in vielen verschiedenen Dingen immer noch Mentoren habe, die ich aktiv folge. Und wenn du einen Mentor suchst, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dir unbedingt eine Person ausguckst, die auch exakt das hat und exakt da ist, wo du es noch hin willst. Ja? Das ist halt sehr, sehr wichtig, dass du da ganz passgenau jemanden suchst, der einen ähnlichen Background hat wie du, der von einem ähnlichen Level gestartet ist wie du, also nicht jemand, der irgendwie so krassen Vorsprung schon hatte, ja, im Fall von jemandem, der sich mit Business auskennt, zum Beispiel jemand, der schon reich geboren wurde, dessen Eltern schon seit drei Generationen und die Familie hat schon irgendwelche Firmen und so weiter, ist das anderes. Ja. Da brauchst du als jemand, der sich selber hocharbeiten will, nicht groß zu fragen. Klar, auch da gibt es interessante Inhalte, aber ist nicht so dieselbe Situation. Ja. Such dir also jemanden aus, der in derselben Situation ist wie du oder mal war. Ja. Finde ich also im Studium konkret jemand, der zum Beispiel selbst mal nicht so gut war im Studium, sich hochkämpfen musste in deinem Fach, der vielleicht sagte, hey, ich habe Mathe studiert, ohne wirklich mal Mathe-Genie gewesen zu sein. Am Ende bin ich jetzt richtig gut gewesen, während Leute, die halt kleine Genies waren, irgendwie dann abgeschmiert sind, weil sie es ganz nicht ernst genommen haben zum Beispiel. Solche Leute kannst du dir angucken. Sprich, der erste Faktor ist, diese Person muss die Story, die du selber haben willst, gewissermaßen, ja, auch schon durchlebt haben, weil diese Person dann wahrscheinlich erstens alles kennt, was einem so passieren kann auf dem Weg, ja. Diese Person weiß ganz genau, wie du dich fühlst und diese Person kann dir deshalb auch die besten Ratschläge geben aus diesen beiden Faktoren hinaus. Der zweite Punkt, wie gesagt, ist, dass ein Mentor, ja, selbst wenn er all die Kriterien von vorher erfüllt, auch in der Lage sein muss, das, was er macht, gewissermaßen auch zu systematisieren, ja. Sprich, er ist nicht nur erfolgreich, hat die Story gemacht, die du auch haben willst, ja, könnte dir alles beibringen, aber was ist, wenn es bei ihm so, ja, so eine Art unbewusste Kompetenz ist, ja, er hat es zwar geschafft, hat es irgendwie hinbekommen, aber er kann gar nicht wirklich verbalisieren, wie er das gemacht hat. Dann hast du ein ganz, ganz großes Problem. Sprich, diese Person muss doch in der Lage sein, das Ganze erstmal zu systematisieren und dann muss diese Person auch in der Lage sein, dir didaktisch das Ganze mitzugeben, so. Du kannst auch versuchen, das Ganze selber anzueignen, wenn du einfach hingehst und darauf achtest, okay, was macht diese Person? Das wäre der dritte große Schritt, ja. Viele Leute, die es versystematisieren können, Anführungszeichen, und auch dann didaktisch beschreiben können, ja, haben aber eine teilweise verklärte oder romantische Darstellung auf diese Dinge, die sie gemacht haben und geben dir Ratschläge mit, die sehr gut gemeint sind oder auch dann, an denen auch vielleicht was dran ist, aber nicht perfekt für dich geeignet sind, eben weil ja, sie gewissermaßen rückwirkend einiges verklären, einiges anders darstellen, auch mit sich selber im Kopf, ja, sie das Ganze irgendwie anders zurechtgebogen haben und so weiter und so fort. Und was du machen solltest, ist also immer darauf zu achten, okay, macht diese Person auch das, was sie da sagt, ja, macht sie es immer noch, hat sie es damals gemacht, da gibt es ein paar gute Sätze für, zum Beispiel der eine Satz ist, das Wort ist der Schatten der Tat, ja, sprich, was jemand sagt, ist viel weniger wert, als was jemand wirklich tut. Achte also darauf, was die Person macht, ja. Nicht unbedingt darauf, was sie sagt. Also wenn eine Person irgendeinen Unsinn erzählt, achte darauf, was sie wirklich macht und gleich das ab mit der, was sie sagt. Und wenn das übereinstimmt, ist alles super. Manchmal, wie gesagt, geben Leute Ratschläge und befolgen sie selber nicht, ja. Und meinen es einfach nur gut, aber haben gar nicht einen Blick dafür, dass sie selber ganz andere Sachen machen. Das passiert ständig. Und das muss einem auch klar sein. Deswegen solltest du immer darauf achten, was tut eine Person versus was sagt eine Person nur. Der zweite zentrale Satz ist, Success leaves clues. Es geht in dieselbe Richtung. Sprich, jeder Erfolg hinterlässt in irgendeiner Art und Weise Spuren, die du nachvollziehen kannst. Und du kannst diesen
vorausgegangenen Pfad, ja, diesen eingetretenen Wildschweinpfad im Wald gewissermaßen, wo so viele Leute schon hergelaufen sind, dem kannst du auch folgen, denn er wird dich zu ähnlichen Ergebnissen, nämlich an denselben Ort führen. Und das ist eine genauso wichtige Taktik, falls du jemanden gewissermaßen zum Mentor dir auserkoren willst, der gar nicht physisch für dich greifbar ist. Dann kannst du eine Biografie durchlesen, du kannst dessen Buch durchlesen, dessen Ratschläge durchgehen oder auf diese Art und Weise dessen Clues, dessen Hinweisen folgen, die dich in eine ähnliche Richtung bringen. Und falls du im Studium jetzt das Gefühl hast, dass du einen Mentor brauchen könntest, ja zumindest die Gedanken einer Person brauchen könntest, die schon vielleicht ja da ist, wo du selbst vielleicht noch hin willst, dann mache ich dir einen kleinen Vorschlag. Du kannst dich hier auf einzelner.de zu meinem Kurs eine E-Mail-Coach eintragen, wo ich dir zeige, wie ich es geschafft habe vom Durchschnittsstudenten, ja, der relativ gestresst war, der ein bisschen überfordert war auch mit dem Studium, der nicht so gut war in Mathe und so weiter und so fort, der es geschafft hat, alles in den Griff zu bekommen und am Ende mit Auszeichnung abzuschließen, ja, dann melde dich oben an, du kriegst mein System, ich zeige dir, wie ich es gemacht habe, wie ich es geschafft habe, auch 10.000 anderen Leuten wie dir das beizubringen, die auch in allen ähnlichen Situationen waren, wie du sie vielleicht dann irgendwann mal sein wirst im Studium und vor allem auch durch alle Fächer hinweg damit sehr große Erfolge feiern konnten. Also wie gesagt, melde dich an, abonniere meinen Kanal hier für weitere Videos und falls du Fragen hast zum Studium, dann schreib mir einen kleinen Kommentar unter dieses Video und ich werde das Ganze aufgreifen und an den nächsten Videos wahrscheinlich beantworten und umgehend dafür sorgen, dass all diese offenen Fragen für dich geklärt werden. Das war's für heute von mir. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.